Grüß dich, schön, dass du wieder dabei bist. Heute war es ein bisschen Spezielleres. Früher war ich oft draußen im Wald spielen und was weiß ich. Und da haben wir auch öfters mal zu irgendwelchen Beeren und sonstigem Zeugs gegriffen, das da im Wald gewachsen ist. War nicht immer gesund, definitiv nicht, aber ich meine, so haben wir alle unsere Erfahrungen gesammelt und hat auch teilweise gut geschmeckt. Wir wussten auch gut Bescheid damals, heute ist das vielleicht nicht mehr so. Ja, da habe ich mir jetzt was ganz Spezielles rausgesucht, gerade für die veganen oder vegetarischen Fans, nämlich Lupinen. Viele kennen sie vielleicht schon, manche vielleicht gar nicht. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen, bleibt auch dabei, viel Spaß. Ja, Lupinen. Oder besser gesagt, ihre Samen sind so ein bisschen der neue Food-Trend in der Fitnessszene. Verantwortlich dafür ist nämlich der sehr, sehr hohe Eiweißgehalt von bis zu 48% und ich bin mir ziemlich sicher, dass Soja sich warm anziehen kann. Soja gilt ja als Spitzenreiter für jeglichen Fleischersatz. Allerdings sind die Lupinen viel mehr als einfach nur eine Proteinbombe. Die haben nämlich noch ganz andere Vorzüge. Sie erhält nämlich die wichtigsten Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium, Eisen, Zink, Vitamin B12. Sie hat weniger Kohlenhydrate und weniger Fett als Soja, dafür aber mehr Ballaststoffe. Lupinen sind Laktose- und glutenfrei und enthalten auch kein Cholesterin. Andererseits enthalten sie aber ein breites Spektrum an den wichtigsten Aminosäuren. Also, mein Freund, nichts wie ran an die ca. 60 cm großen Pflanzen. Genießbar sind die weißen, gelben und blauen Süßlupinen. Die kannst du dir nicht aber einfach so im Wald besorgen. Die müssen verarbeitet sein, sonst schmecken die richtig, richtig kacke. Ja, finden kannst du diese Samen in veganen Alternativläden, aber auch in immer mehr großen Supermarktketten und natürlich im Internet. Da würde ich gerne nochmal auf ein Video verweisen. Bitte einmal hier klicken, wenn es dich interessiert. Da geht es auch um Lebensmittel und besonders den Online-Markt von Lebensmitteln, wie der sich im Laufe der Zeit verändern wird, wie er jetzt schon ist. Ja, schau doch einfach mal vorbei, würde mich freuen. Ja, die Süßlupiniensamen gibt es auch in Pulverform. Die lassen sich dann wesentlich besser unter das Essen mischen oder in den Proteinshake oder in den Smoothie oder was auch immer. Alternativ kannst du das Pulver auch übers Müsli streuen. Allerdings würde ich dir empfehlen, da nicht zu viel zu nehmen. Das ist nämlich nussig, teilweise auch bitter vom Geschmack her. Ja, und zum Schluss kannst du es natürlich auch zum Backen nehmen. Da würde ich dir aber empfehlen, auch nicht so viel zu nehmen, gerade wegen des intensiven Eigengeschmacks. Einen Nachteil haben die Dinge aber schon, sie zählen zur Gattung der Hülsenfrüchte und wenn du eine Erdnussallergie hast, dann bist du sehr wahrscheinlich auch gegen Lupinien allergisch. Das war es soweit von meiner Seite. Probier die Dinge einfach mal aus, wenn du Bock hast. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Ich werde es dir nicht übel nehmen. Das war Selfisfaction. Mein Name ist Sascha. Mach's gut.